Es ist ein Einstieg in die Materie. Wir werden in der Dreiviertelstunde, die wir jetzt Zeit haben, nicht alles klären können. Aber ich denke, es lohnt sich, sich mit dem Thema zu beschäftigen, vor allen Dingen, wenn man eine Investition plant. Sie können auch Fragen stellen. Es gibt ja die Chat-Funktion oder wenn wir Zeit haben, können Sie vielleicht auch direkt live die Fragen stellen. Alle Fragen, die Sie nicht gestellt werden können, die können dann über die Handelskammer an uns geschickt werden und die können wir dann auch gerne beantworten. Eine Sache noch vorweg. Wir sprechen zwar über Fördermittel, was für Unternehmen natürlich von großem Interesse ist, aber Unternehmen sollten auch nicht vergessen, dass sie indirekt von den Fördermitteln partizipieren können. Nämlich dann, wenn es eine Ausschreibung gibt und es wird eine Halle gebaut, dann können natürlich auch die Unternehmen, die zum Beispiel zum Hallenbau dazu liefern oder Maschinen liefern, auch quasi indirekt von diesen Fördermitteln partizipieren. Wir sprechen hier über gigantische Summen. Also die Fördermittel, die innerhalb der Europäischen Union verteilt werden, sind für einen 7-Jahresplan über 2 Billiarden Euro. Und davon kann Ungarn theoretisch ein relativ großes Kuchenstück abbekommen. Schauen wir mal. Zu den Zahlen. Die Zahlen sind entsprechend groß. Manchmal wechselt es zwischen Euro und Forint. Aber das sollten Sie jetzt nicht, müssen Sie nicht genau nachrechnen. Es sind sowieso nur ungefähre Zahlen, die auch abhängig vom Wechselkurs sich jederzeit ändern können. Ich bin seit über 30 Jahren in dem Thema Fördermittelberatung und Projektmanagement unterwegs. Ich habe früher für die Europäische Kommission gearbeitet und auch für das ungarische Außenministerium, bin seit über 25 Jahren selbstständig mit meiner Firma Bluecon und wir beraten in erster Linie Projekte im Bereich Auf- und Ausbau einer Produktion, Forschung und Entwicklung, Aus- und Weiterentwicklung, Weiterbildung und auch solche Themen wie Steuerförderung, dazu kommen wir noch. Wir sind Partner von verschiedenen Unternehmen, zum einen die Firma Intergest, dann die Firma UniCredit Bank, die Deutsche Leasing und die Third Generation, die zum Beispiel Interimsmanagement und auch Beratung machen. Die Firma Intergest ist insofern, möchte ich kurz vorstellen, weil ich dort auch Geschäftsführer bin. Dort machen wir Buchhaltung, Gehaltsabrechnung, Steuerberatung, hauptsächlich für Unternehmen mit deutschsprachigen Eigentümern. Wir haben rund 150 Mandanten und oft auch Unternehmen, die wir dort betreuen, die beantragen auch Fördergelder. Das ist sehr hilfreich, weil man in der Buchhaltung halt eine entsprechende Vorkehrung treffen muss und quasi eine zweite Buchhaltung aufbauen muss. Das ist schon mal ganz gut, wenn man das von Anfang an mitmacht. So, dann kommen wir mal zum Thema und zum Überblick. Wo befinden wir uns eigentlich? Es gibt drei Säulen für Fördermittel. Die wichtigsten und größten Programme sind eigentlich die EU-Gelder. Im gegenwärtigen Finanzrahmen, der von 2021 bis 2027 läuft, das ist ein 7-jähriger Finanzrahmen. Dafür hat das ungarische Minister und die ungarische Regierung ein sogenanntes Partnerschaftsabkommen erstellt, was die Bedürfnisse und die Projekte für Ungarn für diesen Zeitraum beinhaltet. Dieses Partnerschaftsabkommen schließt übrigens jedes EU-Land mit der Europäischen Kommission ab und erhält aus diesen 2,2 Billiarden Euro, die ich angesprochen habe, eine bestimmte Summe. Wie Sie sicherlich wissen, gab es zwischen dem Jahr 2021 und 2023 keine Einigung zwischen der Europäischen Kommission und Ungarn über die Auszahlung der Finanzmittel. Es gab Diskussionen über Rechtsstaatlichkeit und andere Themen und als Ergebnis waren die Fördermittel eingefroren. Deswegen wahrscheinlich auch das Stichwort Wüste, was ich von vielen Unternehmen gehört habe. Im Dezember 2023, also vor knapp 3 Monaten, hat die Europäische Kommission aber verschiedene ungarische Verpflichtungen und insbesondere zur Justizreform akzeptiert und ein Drittel der Gesamtmittel für Ungarn zur Verfügung gestellt. Diese Fördergelder werden jetzt nach und nach ausgezahlt. Es gab eine erste Rate in Höhe von fast 450 Millionen Euro für die Kohäsionsgelder und für diese Aufbau- und Resilienzfazilität. Das ist das Programm, was während der Covid-Krise ins Leben gerufen wurde, um um die Wirtschaft der verschiedenen Länder vor größeren Schäden zu bewahren. Dort sind bereits 780 Millionen Euro überwiesen worden.
Die zweite Säule, das sind ungarische staatliche Fördermittelprogramme. Für diejenigen, die sich mit dem Thema schon beschäftigen, gibt es das, die kennen sicherlich das EKD. Das ist eine Regierungsentscheidung. Hauptsächlich geht es um größere Investitionen. Und darüber hinaus gibt es auch nationale Programme zur Förderung von Forschung und Entwicklung. Darüber werden wir auch kurz sprechen. Und die dritte Säule sind EU-Fördermittelprogramme, die direkt über die Europäische Kommission abgewickelt werden. Kennen Sie vielleicht, wenn Sie im Bereich Forschung und Entwicklung unterwegs sind, Horizon Europe oder CEF oder COSME. Auch diese Programme werden wir kurz streifen. So, die Fördermittel, die für Ungarn, ich sage mal, theoretisch zur Verfügung stehen im Zeitraum 21 bis 27, sind rund 58 Milliarden Euro. Dort ist allerdings auch die ungarische Kofinanzierung der Projekte, der Fördergelder enthalten. Die ungarische Kofinanzierung beträgt je nach Programm rund 20% der EU-Gelder. Die wichtigsten Fonds sind sicherlich die Fonds der Kohäsionspolitik. Dort aus diesem Programm werden in der Regel auch die Förderprogramme für Unternehmen erstellt und ausgeschrieben, für den Kauf von Maschinen zum Beispiel, Bau von Hallen und so weiter. Darüber hinaus der zweite Schwerpunkt, den wir kurz streifen werden, ist die Aufbau- und Resilienzfazilität. Dort gibt es zwei Bereiche, einmal eine nicht rückzahlbare Summe von 9,6 Milliarden Euro und eine rückzahlbare Summe, also wie ein Kredit sozusagen, von 5,8 Milliarden Euro. Darüber hinaus gibt es noch verschiedene kleinere Programme, aber aufgrund der Zeitbeschränkung würde ich die jetzt nicht weiter streifen. So, wenn wir jetzt zu den Förderungen kommen, dann habe ich die beiden Säulen erwähnt. Das eine ist, das sind die EU-Programme. Die werden heute in dem operativen Programm CGNI-TERF Plus, früher hieß es CGNI 2020, zusammengefasst. Darüber hinaus gibt es die ungarischen staatlichen Fördermittelprogramme, die durch die ungarische Investment Promotion Agency HIPA durchgeführt werden. Und darüber hinaus gibt es das Nationale Forschung und Entwicklungsamt NKFIA. Programme durch die Europäische Kommission, das wird der dritte Teil sein, sind halt Horizon Europe, Invest in Europe oder COSME. Kommen wir zu den EU-Förderungen. Die Kohäsionsfonds, die nicht in allen europäischen Ländern durchgeführt werden, sondern in den Ländern, die eigentlich unter dem EU-Durchschnitt liegen, sind mit das größte Budget oder stellen mit das größte Budget für einen Staat. Hier ist es so, dass rund 26 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden, wobei die nationale Kofinanzierung von 4,4 Milliarden bereits enthalten ist. Die Kohäsionsfonds, das Ziel der Kohäsionsfonds ist eigentlich, die regionalen Disparitäten, also die regionalen Unterschiede in den Regionen Ungarns auszugleichen. Entsprechend, wir haben jetzt verschiedene Hauptziele der ungarischen Regierung einfach mal aufgelistet, entsprechende Ziele formuliert auch die ungarische Regierung. Zum Beispiel soll Ungarn bis zu 2030 zu den 5 lebenswertesten Ländern der Europäischen Union gehören. Man kann natürlich darüber diskutieren, was das bedeutet. Aber 65% der Mittel der Kohäsionsfonds gehen in die 4 am stärksten benachteiligten Regionen Ungarns. Das ist auch schon ein Hinweis für Unternehmen, falls man Fördermittel haben möchte und möglichst hohe Fördermittel haben möchte, dann sollte man sich am besten in einem von diesen Regionen ansiedeln. Ein weiteres Ziel ist, bis zum Jahr 2030 alle ungarischen Regionen zum EU-Durchschnitt aufschließen. Ein Viertel der Mittel wird für die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, das ist hauptsächlich der Unternehmenssektor und die Digitalisierung, eingesetzt. Ein weiterer Mittel wird für das Thema Umweltschutz, Energieeffizienz, Verkehr, Stadtentwicklung, Bildung und soziale Verbesserung bereitgestellt.
Frühere Programme kennen Sie vielleicht. Dort wurde zum Beispiel die Metro in Budapest aus diesem Budget mitbezahlt. So, dann schauen wir uns das Programm Széchenyi-TERV Plus operative Programme einmal etwas genauer an. Das Interessanteste für Unternehmen ist das GINOP Plus. Das hieß früher GINOP. Das ist das Programm, wo Unternehmen einen Antrag stellen können, werden hoffentlich, und einen Zuschuss, hauptsächlich Produktionsunternehmen, und einen Zuschuss zu ihrer Investition bekommen können. Das hat auch das größte Budget, 2.300 Milliarden Forint. Das sind ungefähr, würde ich mal sagen, so je nach Wechselkurs 6 Milliarden Euro. Darüber das zweite Programm ist das KEHOP Plus. Das ist das grüne Infrastruktur- und Umweltschutzprogramm. Das sind rund 1.500 Milliarden Forint und 4 Milliarden Euro. Andere Programme, die Sie dort sehen, sind teilweise noch nicht genehmigt worden von Seiten der Europäischen Kommission. Dort gibt es noch Fragen, die zu klären sind. Man muss halt abwarten, wie die ungarische Regierung in den nächsten Monaten, Jahren mit der Europäischen Kommission über diese Themen verhandelt und ob alle Bedingungen der Kommission auch erfüllt werden. Das ist heute zum heutigen Zeitpunkt einfach nicht abschätzbar. Das ist eine interessante Tabelle. Hier sehen Sie eigentlich den Status quo bei der Auszahlung der operativen Programme. Das links sind ist die Liste der Programme, die wir eben kurz besprochen haben. Sie sehen zum Beispiel unten links GINOP Plus. Der gelbe Balken bedeutet 100% des indikativen Budgets. Der hellblaue Balken bedeutet unter Vertrag genommen und der dunkelblaue Balken bedeutet ausgezahlt. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, wie kann das denn eigentlich anliegen, wenn sich der ungarische Staat erst im Dezember mit der Europäischen Kommission geeinigt hat, dass manche Programme wie VOP Plus eigentlich schon fast ausgeschöpft sind. Und auch bei GINOP Plus sehen Sie unten schon einen sichtbaren Balken. Wie kann das eigentlich sein? Die Erklärung ist eigentlich relativ einfach. Der ungarische Staat möchte die Fördermittelprogramme, die in den Jahren 21, 22 und 23 ausgeschrieben worden sind, und unter Vertrag genommen worden sind, auf eigenes Risiko der ungarischen Regierung, möchten sie sich jetzt rückwirkend erstatten lassen. Wie weit das in den Verhandlungen abgesprochen wurde mit der Europäischen Kommission, kann ich nicht abschätzen. Aber das ist jedenfalls die offizielle Tabelle des ungarischen Staates. Unten links, rechts sehen Sie auch immer die Quelle, wovon wir das haben, die Daten. Und wenn Sie sich später die Präsentation anschauen möchten oder sich das notieren würden, dann können Sie dort auch selbst sich weitere Informationen über aktuelle Fördermittelprogramme beziehungsweise über den Staat, über die Höhe der Ausschöpfung dieser Programme können sich selbst abrufen. GINOP Plus, das war das erste Programm. Dort haben wir ein Budget von rund, knapp 6 Milliarden Euro. Hier haben wir das in Forint aufgeschlüsselt. Hier sehen Sie nochmal, wie das im Detail aussieht. Es ist das Thema einmal Unternehmensentwicklung, Forschung und Entwicklung. Das sind die beiden größten Posten und Budgets. Das sind jeweils 2,32 Milliarden Euro. Aktive Arbeitsförderung und aktive Arbeitsförderung für junge Menschen werden wir jetzt nicht diskutieren. Das sind etwa eher Themen, die Richtung dem gehen, was man in Deutschland zum Beispiel als Arbeitsamt macht. Zentren für Berufsausbildung und Hochschulausbildung, da sollen halt neue Zentren gebildet werden, die sich halt um die Arbeitsförderung und Ausbildung kümmern. Und da soll auch die Infrastruktur gefördert werden. Aber worüber wir jetzt sprechen werden, ist Unternehmensentwicklung. Sie sehen, dass bisher veröffentlicht wurde beim Thema Unternehmensentwicklung 337 oder 334 Milliarden Forint möchte der ungarische Staat sich sozusagen jetzt erstatten lassen. Für dieses Jahr sind 130 Milliarden Forint vorgesehen
und für die verbleibenden 3 Jahre rund 415, 416 Milliarden. Im Bereich Forschung und Entwicklung, ein ähnliches Budget, ist bisher noch weniger ausgeschrieben worden. Dort sollen in diesem Jahr 316 Milliarden Forint und in den kommenden Jahren nochmal knapp 400 Milliarden Forint, 1 Milliarde Euro für Forschung und Entwicklung ausgeschüttet werden. Schauen wir uns mal an, was das jetzt konkret bedeutet. Die Information über die konkreten Programme ist noch relativ dürftig. Gegenwärtig sind die geplanten Programme, die detaillierteren Programme, die Inhalte, auch das Budget und die Fördersummen für die einzelnen Unternehmen in der Abstimmung zwischen den verantwortlichen Ministerien und der ungarischen Regierung. Verantwortlich sind, wie ich gesagt habe, verschiedene Ministerien. Für GINOP, für das Wirtschaftsförderprogramm, ist das das Ministerium für öffentliche Verwaltung und Regionalentwicklung. Und wir haben folgende Informationen erhalten, nämlich, dass es bei GINOP in der Priorität 1 Unternehmensentwicklung im zweiten Quartal ein Kreditprogramm geben soll mit einem Budget von 150 Milliarden Forint für den KMU-Sektor, für kleinere und mittlere Unternehmen mit einem 0%igen Darlehen. Wie die Abwicklung funktionieren wird, ob das über die MFB gehen wird oder über die Geschäftsbanken, das entzieht sich heute meiner Kenntnis. Es ist insofern interessant, weil früher haben diese Unternehmen, die einen Antrag gestellt haben, in diesem Programm eine nicht rückzahlbare Förderung bekommen. Aber jetzt ist für das zweite Quartal ein Kreditprogramm geplant. Im vierten Quartal soll ein kombiniertes Programm mit einer nicht rückzahlbaren Förderung veröffentlicht werden. Hier ist das Budget noch unter Abstimmung. Und vermutlich, wir haben ähnliche Programme in der Vergangenheit gesehen, vermutlich wird es so aussehen, dass ein Unternehmen ein Darlehen beantragt. Wenn man an einer Förderung teilnimmt, muss man sich auch zu bestimmten Zielen und Ergebnissen verpflichten. Und möglicherweise kann es so sein, dass die Förderung das Darlehen in eine nicht rückzahlbare Förderung umgewandelt wird, wenn man diese Ziele und Ergebnisse übererfüllt. So etwas haben wir schon in den letzten Jahren bei verschiedenen Programmen gesehen. GINOP 1 ist aber Zielgruppe kleinere, mittlere Unternehmen und Großunternehmen. Großunternehmen nach der EU-Definition, das bedeutet über 250 Mitarbeiter, wobei auch die Eigentümer mit hinzugerechnet werden. Großunternehmen können hier keinen Antrag stellen. So, dann gibt es GINOP Priorität 2, das ist Forschung und Entwicklung. Und hier soll es im ersten Halbjahr Ausschreibungen für kleinere Innovationen von Mikro- und Kleinunternehmen geben. Aber ähnlich wie ich eben das bei der Unternehmensentwicklung, wie ich das eben schon gesagt habe, wird gegenwärtig Inhalte, Budget, Fördersummen sind noch unter Diskussion. Im zweiten Halbjahr soll es allerdings eine Ausschreibung geben, an der auch Großunternehmen teilnehmen können, wo es darum geht, Forschungsinfrastrukturen und Unternehmensinnovationen zu fördern. Das ist sowieso ein Thema. Bei den EU-Fördermittelprogrammen sollen in erster Linie kleinere und mittlere Unternehmen gefördert werden. Großunternehmen können eigentlich in der Regel nur bei Forschung und Entwicklung, erneuerbaren Energien und bei Aus- und Weiterbildung teilnehmen. So, dann kurz noch zur Aufbau- und Resilienzfazilität. Dort hatte ich schon gesagt, dass die unterteilt ist in nicht rückzahlbare Mittel. Das sind rund 5,8 Milliarden Euro. Und in die sogenannte Repower EU, das ist die Kreditlinie. Dort können theoretisch 9,6 Milliarden Euro von Ungarn abgerufen werden. Aber die ungarische Regierung hat erklärt, nur in Anführungsstrichen nur 3,9 Milliarden abzurufen. Auch hier hatte ich schon gesagt, sind schon Vorausschusszahlungen in Höhe von fast 780 Millionen Euro getätigt worden. Hier werden wahrscheinlich 4 Programme
Also die sind zumindest sicher in den nächsten Monaten veröffentlicht, beziehungsweise sind schon veröffentlicht. Knapp eine halbe Milliarde Euro für Investitionen in die Begrünung von Industrieparks. Dann, das haben Sie mit Sicherheit, wenn Sie in Ungarn tätig sind, schon mitbekommen, wird die Beschaffung von Elektrofahrzeugen bezuschusst. Die Anträge können bis zum 31. März eingereicht werden. Weiterhin sollen Großunternehmen und kleinere und mittlere Unternehmen einen Zuschuss in Form eines zinsgünstigen Darlehens bekommen für die Verbesserung der Energieeffizienz. Weiterhin steht die Produktion und Nutzung von Wasserstoff ganz oben auf der Agenda des ungarischen Staates. Und im Rahmen des Repower EU-Plans stehen 184 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung, wobei Zuschüsse von bis zu 70% gegeben werden sollen. Aber hier, dieses Programm ist auch noch nicht veröffentlicht, aber jeder, der in diesem Bereich tätig ist, sollte die Augen aufhalten. Es wird wahrscheinlich was kommen. So, dann sprechen wir über die ungarischen staatlichen Förderprogramme. Dort, das ist das EKD-Programm, das ist die individuelle Regierungsentscheidung, über die ich schon gesprochen habe. Und die wird von der HIPA, dieser Hungarian Investment Promotion Agency, abgewickelt. Hier gibt es vier Säulen. Das eine ist die Kapazitätserweiterung. Das zweite ist also Kapazitätserweiterung von produzierenden Unternehmen. Das zweite ist die Gründung und Erweiterung von regionalen Dienstleistungszentren, also Shared Service Zentren zum Beispiel. Das dritte ist Forschung und Entwicklung. Und das vierte ist ein neues Programm zur Beschleunigung des grünen Überganges, wie es genannt wird, das TCTF-Programm. Die wichtigsten Unterschiede bei diesem Programm sind einmal bei einer Investition aufgrund einer Kapazitätserweiterung bei Produktionsunternehmen, ist es wichtig zu verstehen, dass Ungarn aus Fördermittelsicht einem kleinen Flickenteppich ähnelt. Das heißt, je nach Region gibt es einen unterschiedlich hohen Fördersatz, aber es gibt auch eine unterschiedlich hohe notwendige Investitionssumme, die getätigt werden muss vom Investor. Und sie liegt hier bei diesem Programm zwischen 3 und 10 Millionen Euro. Was interessant ist bei diesem Programm, es ist geöffnet. Es ist mehr oder weniger rund um die Uhr geöffnet und das schon seit Jahren und vermutlich auch in Zukunft. Das heißt, Sie haben hier kein Zeitfenster, wo Sie springen müssen, weil bei den EU-Programmen sind die Zeitfenster relativ eng. Das können einige Monate sein oder maximal vielleicht ein halbes Jahr, bis sie geschlossen werden. Hier können Sie jederzeit einen Antrag einreichen und eigentlich sich die gesamte Investition mit verschiedenen kleineren Ausnahmen fördern lassen. Das ist ein sehr interessantes Programm. Allerdings werden hier natürlich eher Großprojekte gefördert, ab, wie gesagt, 3 bis 10 Millionen Euro. Das zweite ist die Gründung oder der Aufbau von regionalen Dienstleistungszentren, also Shared Service Zentren zum Beispiel. Hier muss man 50 neue Arbeitsplätze schaffen. Es gilt auch, genau wie alle Programme der HIPA, auch für Großunternehmen. Hier kann man sich zum Beispiel Büroeinrichtung, aber schwerpunktmäßig die Lohnkosten der neuen Mitarbeiter fördern lassen. Interessant ist, dass hier Budapest nicht ausgeschlossen ist, im Gegensatz zu dem Kapazitätserweiterungsprogramm. Das dritte Programm sind Forschung und Entwicklungsaktivitäten, die gefördert werden. Hier müssen Sie mindestens 3 Millionen Euro investieren und 25 neue Arbeitsplätze investieren. Budapest ist hier ausgeschlossen. Hier können sich aber auch die Lohngehaltskosten finanzieren lassen, aber auch Laborequipment, Maschinen und so weiter. Das vierte Programm ist in der letzten Zeit zu einer gewissen Berühmtheit gekommen, weil dort sehr große asiatische Unternehmen gefördert worden sind, die zum Beispiel Batterie produzieren möchten in Ungarn. Aber es können hier auch andere Unternehmen, die im Bereich erneuerbare Energie ja
Produktionsmittel, sage ich mal, produzieren können, wie Solarpaneele, Windturbinen und so weiter, können sich hier aus diesem Topf etwas finanzieren lassen. Hier beträgt die Förderintensität abhängig von der Region 15 bis zu sogar 55%, maximal 350 Millionen Euro. Dieses Programm ist voraussichtlich bis zum Ende 2025 geöffnet. Ich habe jetzt häufiger über die Region gesprochen und für diejenigen, die Ungarn vielleicht nicht so, ich sage mal, vor Augen haben, habe ich nochmal diese kleine Landkarte gezeichnet. Hier sehen Sie schwarz oder ja, ist Budapest. Eigentlich ist dort die Förderintensität null. Alles, was nordwestlich ist, ist die maximale Förderung 30%. Was grün ist, bis zu 50%. Und was besonders benachteiligt ist, besonders benachteiligte Regionen, bis zu 60%. Unter Umständen, wenn das kleinere und mittlere Unternehmen sind, kann sogar noch ein Zuschuss von 10 oder 20% dazukommen. Der Zuschuss ist aber was? Einmal ein Bargeldzuschuss und das zweite ist eine Steuerreduktion der Körperschaftssteuer. Da natürlich Ungarn einen sehr niedrigen Körperschaftssteuersatz hat, also Gewinnsteuersatz hat von 9%. Im Normalfall müssen Sie sehr viel Geld verdienen, um das abrufen zu können. Und deswegen hat der ungarische Staat auch gesagt, dass man hier ein Zeitfenster von über 10 Jahren bekommt, um die Körperschaftssteuer, die Förderung über die Körperschaftssteuer abrufen zu können. Weiterhin gibt es auch Ausbildungszuschüsse von bis zu 5.000 Euro pro Mitarbeiter. Ja, kurz zu dem Nationalen Forschung und Entwicklungsamt. Hier gibt es, sollen in diesem Jahr rund, in diesem Jahr sollen rund 150 Milliarden forint veröffentlicht werden, verschiedene Programme zur Forschung, Entwicklung und Innovation. Großunternehmen und KMUs können teilnehmen. In der Regel wird aber auch eine Zusammenarbeit mit Universitäten oder ungarischen Forschungsinstituten erwartet. Es ist landesweit. Hier können bzw. konnten, da komme ich gleich noch zu, auch Informationen zur Teilnahme und Vorbereitung am Horizon Europe Programm gegeben werden. So, die dritte Säule, die wir kurz besprechen werden, das sind die Verwaltung der Programme durch die Europäische Kommission. Ungarn, auch hier hat Ungarn theoretisch einen Anspruch auf 340 Millionen Euro. Das sind 47 mehr Mittel als Prozent mehr Mittel als in den Vorjahren. Wichtigste Programme sind Horizon Europe, COSME. Das geht um Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Das sind eher so Kreditgarantieprogramme, dass man Kredite bekommen kann oder Garantie gestellt werden. Ebenso wie bei Invest in EU. Hauptgeht-Richtungsschwerpunkt sind kleinere und mittlere Unternehmen, wo man Forschung, Innovation, Digitalisierung sich fördern lassen kann. Kommen wir kurz zum Horizon Europa oder Horizon Europe. Das ist eigentlich ein mit das größte Forschung- und Entwicklungsprogramm innerhalb Europas. Das ist auch wieder, wie Sie sehen können, verschiedene Bereiche unterteilt, wo man über Digitalisierung, die Industrie, Weltall forscht, wo das Internet der siebten Generation vorbereitet werden soll. Mit einem kleinen Haken, dass ungarische Hochschulen und Forschungsinstitute seit Dezember 2023 suspendiert sind. Und das ist wieder ein Konfliktfall zwischen der Europäischen Kommission und der ungarischen Regierung über die Unabhängigkeit der Hochschulen. Also ist eigentlich ein tolles Programm, aber im Moment wird man dort als ungarisches Unternehmen keinen Antrag stellen können. Genauso wie bei anderen Programmen im Bereich Hochschulbildung, wie zum Beispiel Leonardo. So, dann möchte ich Ihnen noch etwas Konkretes und etwas Praktisches mit auf den Weg geben. Tipps und Vorschläge nochmal zum Thema Fördermittel.
Wenn Sie schon mal einen Fördermittelantrag gestellt haben, dann wissen Sie das, nämlich dass in der Regel Ministerien oder Agenturen beauftragt werden, diese Programme zu planen und durchzuführen. Das heißt, auch die Verhandlung mit der Europäischen Kommission, das macht natürlich die ungarische Regierung, aber die Ministerien liefern halt für ihren Bereich zu. Aber wenn die Gelder dann zur Verfügung stehen, dann erstellen die Ministerien die Ausschreibungsunterlagen und definieren ein Zeitfenster für die Einreichung. Das ist sehr wichtig für Unternehmen, weil diese Zeitfenster teilweise sehr eng sind und man dort springen muss sozusagen und einen Antrag einreichen muss. Wenn man das verpasst, dann wird es nicht. Dann werden dort auch die Projekte und der Antragsteller evaluiert und eingeschätzt. Oft wird auch eine Wettbewerbssituation hergestellt aufgrund eines beschränkten Budgets. Dort gibt es dann immer wieder Beschwerden von Unternehmen, dass sie halt ausgeschlossen werden. Das liegt darum, dass die Fördermittelprogramme dann unterschiedlich gehandhabt werden, wenn es mehr Anträge gibt als Gelder. Entweder gewinnen nur die, ich sag mal, die Besten und die anderen werden ausgeschlossen. Oder was bei der HIPAA oft passiert, dass jeder etwas bekommt, aber dann weniger, deutlich weniger Geld. Aber das ist halt immer wieder unterschiedlich. Dann Auswahl, Vertragsschluss und Begleitung, wobei man hier bedenken muss, Vertragsschluss und Begleitung, also was das Unternehmen betrifft, findet in der Regel immer in der Landessprache statt. Da müssen Sie, das ist in Deutschland nicht anders, in Deutschland muss man als Unternehmen in der Regel deutsche Anträge stellen, in Ungarn halt auf Ungarisch. Es gibt kleine Ausnahmen mit Englisch. Informationen über Fördermittelprogramme erhalten Sie auf den Webseiten der jeweiligen Ministerien oder Agenturen. payasat.gov.hu, das ist das, was wir auch häufiger unten in dem Vortrag hatten, ist zum Beispiel eine sehr gute Seite, allerdings nur auf Ungarisch. Was wichtig ist, was ich eben kurz auch erwähnt hatte, das Unternehmen und die Investition müssen alle formalen Anforderungen erfüllen. Das bedeutet, dass nur ungarische Unternehmen, also Tochterfirmen von deutschen Unternehmen, es geht natürlich, können Anträge stellen. Oft reicht es auch nicht, eine Firma zu gründen oder einen Antrag einzureichen, denn es wird oft ein abgeschlossenes Geschäftsjahr und Mitarbeiter vorausgesetzt. Geprüft werden dann auch formale Gründe, ist die richtige Branche, die richtige Unternehmensgröße, KMU oder groß, ob die Finanzierung muss sichergestellt werden und sie gehen auch bei Fördermitteln eine Reihe von Verpflichtungen ein. Das muss man sich vorher gut überlegen, ob sich das denn rechnet. Und die Investition wird geprüft auf die richtige Region und auch auf die Inhalte der Förderung. Wenn Sie jetzt verschiedene Punkte nicht erfüllen, einfach falsche Branche oder in der falschen Region sind, dann können Sie keinen Antrag stellen, egal wie gut Ihr Projekt, egal wie gut die Firma ist. Und das ist manchmal sehr bitter, weil wir häufiger mit Unternehmen halt darüber sprechen. Aber so ist das leider. Es sind eine Reihe von K.U.-Kriterien. Und wenn man die nicht einhalten kann, dann war es das. Einmal kurz zum Projektzyklus, weil ich doch immer wieder auf überraschte Gesichter stoße, wenn ich erkläre, dass es je nach Programm bis zu 10 Jahren dauern kann, bis ein Fördermittelprogramm abgeschlossen ist. Das bedeutet natürlich einmal, dass wenn Sie ein Projektteam aufstellen oder einen Berater haben, da muss man sich gut prüfen, ob man mit ihm auch wirklich sich zutraut, 10 Jahre zusammenzuarbeiten. Die Vorbereitung ist sicherlich essentiell. Das ist eigentlich zunächst Ihre Hausarbeit, dass Sie einen Finanzplan erstellen. Dann bei der Antragstellung muss unter Umständen Ihre Investition und der Finanz, also Ihr Finanzplan neu definiert werden. Wenn Sie das einreichen, dann gibt es in der Regel Verhandlungen oder zu klärende Fragen durch das Ministerium. Es gibt auch eine Prüfung, zum Beispiel eine Vor-Ort-Prüfung. Man kommt raus und schaut sich an, ob die Halle, die Sie bauen lassen möchten, ob die nicht vielleicht schon steht. Es ist ein längerer, komplizierter Prozess und es kann bis zum Vertragsschluss durchaus 6 Monate
oder sogar ein Jahr dauern. Sie können früher anfangen mit der Investition, und zwar nachdem Sie den Antrag eingereicht haben und eine Bestätigung zurückbekommen haben, aber dann auf eigenes Risiko, wenn sich dann in diesen 6 Monaten, einem Jahr Ihre Investition ändert, dann können Sie dieses nicht nochmal neu einreichen und sich nochmal neu fördern lassen. Dann gibt es einen Implementierungszeitraum, das heißt, Sie bauen eine Halle, Sie kaufen sich die Maschinen. Das dauert je nach Ihrem Vorhaben 1, 2, 3, vielleicht 5 Jahre. Und danach gibt es einen Zeitraum der Aufrechterhaltung, wo Sie die Investition, die Inhalte der Investition, also die Maschinen zum Beispiel, nicht verkaufen dürfen. Und die Aufrechterhaltungsperiode unterscheidet zwischen kleineren und mittleren Unternehmen und Großunternehmen. Und das kann dann wieder 2 bis 3 Jahre für kleinere Unternehmen und 4 bis 5 Jahre für Großunternehmen sein. Unsere Empfehlung ist eigentlich das, was ich eben gesagt hatte. Stellen Sie einen Investitionsplan auf. Besorgen Sie sich die Informationen über Fördermittelprogramme, entweder über die Homepages, über die entsprechenden Seiten, über einen Berater oder vielleicht haben Sie auch gute Leute in dem eigenen Unternehmen, die sich mit dem Thema auskennen. Analysieren Sie gewissenhaft die möglichen Zuschüsse, die Sie bekommen können und die Verpflichtung und stellen Sie das gegeneinander über, ob sich das rechnet. Weil nicht jedes Unternehmen kommt dann zu dem Schluss, 10 Jahre Teilnahme an einem Fördermittelprogramm, Kontrolle, Reporting und so weiter, rechnet sich für einen verhältnismäßig niedrigen Zuschuss. Es wird das Unternehmen geprüft. Das kommt auch dazu. Also ist nicht nur Ihre Investition. Stellen Sie einen Zeitplan auf, was auch bedeutet, wie viel Zeit haben Sie, um zu warten für Ihre Investition. Wenn das HIPAA-Programm, das hatte ich gesagt, ist jederzeit geöffnet, aber wenn die EU-Programme kommen, kann das durchaus sein, dass ein Programm erst im 4. Quartal geöffnet wird, wie wir es angesprochen hatten, und dann müssen Sie halt, auch wenn Sie gerne morgen loslegen würden, ein halbes Jahr warten. Und dann kann das trotzdem sein, dass es nicht im 4. Quartal kommt, sondern erst vielleicht im 1. oder 2. Quartal des Folgejahres. Das müssen Sie gut zeitlich abstimmen. Projektteam hatte ich gesagt, mit den entsprechenden Sprachqualifikationen. Finanzierung muss sichergestellt werden. Sie müssen die Sicherheiten abstimmen, denn der ungarische Staat möchte eine Sicherheit haben für die Fördergelder, die Sie bekommen. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie müssen die Buchhaltung anpassen, das vorbereiten. Und meine Empfehlung ist, die Kommunikation mit der Fördermittelverwaltung auf Augenhöhe in einem kooperativen Stil. Das funktioniert sehr gut. Sie kennen das ja, wie man in den Wald hineinruft, so schallt das auch wieder raus. Haben Sie ein gutes Verhältnis zur Fördermittelverwaltung, so können Sie auch eventuelle Änderungen in Ihrem Programm, in Ihrer Investition mit der Fördermittelverwaltung klären, ohne dass es dazu kommt, dass die Projekte abgebrochen werden müssen oder Sie sogar Ihre Fördergelder zurückzahlen müssen. So, jetzt kommen wir eigentlich schon zum Ausblick. Wir hatten vorhin besprochen, Dschungel oder Wüste oder Fördermittelboom. Wenn ich das noch mal kurz zusammenfassen möchte, die ungarische Fördermittelverwaltung ist nach unserer Erfahrung immer bestrebt, den Unternehmen die Fördermitteltür offen zu halten. Wichtig ist aber, dass die Programme, wie bei den Kohäsionsfonds, immer den Wirtschafts-, Umwelt-, arbeitspolitischen Zielen und so weiter der Regierung entsprechen. Der Investor und die Investition muss allen Zielen und Kriterien entsprechen. Wenn bei KU-Kriterien 1 nicht getroffen wird, dann können Sie keinen Antrag stellen. Ungarische staatliche Programme wie EKD sind geöffnet. Hauptsächlich werden hier Großprojekte gefördert. Von Seiten der Europäischen Kommission bzw. der EU rund 1/3 der Gelder sind freigegeben. Die Geldtransfers finden statt. Aber der ungarische Staat möchte mit einem Großteil der Gelder, der Vorschüsse, ich sage mal, die selbst bereits vorfinanzierten Programme abdecken. Damit wird man sicherlich die Haushaltszahlen verbessern, aber keine Investitionen für Unternehmen fördern und damit auch keine GDP-steigernde Wirkung erzeugen können. EU-Fonds sind aber weiter ein hochpolitisches Thema und 2/3 der Gelder sind weiter blockiert. Die Europäische Kommission ist nach wie vor sehr kritisch Ungarn gegenüber, Themen wie Migration, akademische Freiheit und so weiter.
und hat keine Fortschritte festgestellt. Letztendlich sehe ich eine positive Tendenz. Es gibt Bewegung, aber man muss halt abwarten, wie es weitergeht. Wer sich für Fördermittel interessiert, tut sicherlich gut daran, sich weiterhin zu informieren. Und also Dschungel oder Wüste, vielleicht sind wir auch irgendwo dazwischen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit. So. Dirk, jetzt würde ich wieder an dich übergeben. Ja, vielen Dank, Nils, für den Vortrag. Ich glaube, es ist immer noch sehr komplex, also wenn man da gesehen hat, was es alles für Instrumente gibt. Und dann würde ich jetzt die Zuschauer, die Teilnehmer bitten, ihre Fragen zu stellen direkt an den Nils. Im Chat können Sie das stellen, dort eintragen, aber Sie können sich auch melden mit Ihrer Hand und dann direkt den Nils adressieren. Bis sich die ersten Mutigen gefunden haben, hätte ich vielleicht noch ein paar Fragen, die auch an uns als Kammer öfter herangetragen werden. Das eine ist, du hattest gesagt, dass Auflagen erfüllt werden müssen bei bestimmten Förderprogrammen. Und die Frage ist, also wie streng werden die geprüft, solche Auflagen? Und was passiert, wenn man solche Auflagen nicht erfüllt? Muss man dann das Geld zurückgeben oder kommt man dann ins Gefängnis? Oder was passiert, wenn man die Auflagen nicht einhält? Das ist eine gute Frage. Wir bekommen immer auch häufiger die Frage, dass wir hören, also der ungarische Staat oder die Agenturen sind nicht zuverlässig, die Gelder wurden nicht ausgezahlt. Ja, man kann sich nicht darauf verlassen. Und es ist aber unsere Erfahrung ist, was ich eigentlich schon vorhin gesagt hatte, man muss einmal, es ist oft eine Frage der Kommunikation. Das heißt, es gibt bei jeder Investition gibt es eigentlich Änderungen. Wenn man jetzt 3, 4, 5 Jahre eine Investition plant, kann es immer sein, dass sich die wirtschaftliche Lage ändert, die Lage des Unternehmens ändert sich, dass die Maschinen, die man kaufen möchte, gar nicht mehr vorhanden sind. Dann ist es wichtig, halt mit dem ungarischen Staat oder mit den Ministerien zu kommunizieren und zu sagen, ich möchte jetzt diese Maschine nicht mehr kaufen, ich möchte jetzt eine andere kaufen oder ich möchte das umwidmen, zum Beispiel im Bereich Erweiterung der Produktionshalle. Wenn man das nämlich nicht macht, und das kommt ganz oft vor, dass Unternehmen dann etwas tun, was gar nicht vertraglich festgelegt wurde zwischen dem Unternehmen und dem Staat, sondern irgendetwas anderes kaufen, dann führt das dabei einer Kontrolle dazu, dass diese Gelder dann erstmal blockiert werden. Und wenn sich dann die Situation verhärtet durch Diskussion oder sogar durch Streit, dass dann irgendwann gar nichts mehr geht. Also ich habe oft festgestellt, also meine Erfahrung ist, dass der ungarische Staat oder Agenturen wie die HIPA sehr zuverlässig sind. Wenn man erstmal mit denen einen Vertrag hat und man erfüllt diesen Vertrag, dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Wenn man aber davon abweicht als Unternehmen, dann kann das halt Probleme geben. Und dann kann das wirklich dazu führen, dass die Gelder dann nicht ausgezahlt werden. Oder in jedem Programm gibt es Mindestkriterien, die erfüllt werden müssen. Ich hatte es kurz erwähnt, zum Beispiel bei Großinvestitionen ist in manchen Regionen muss man mindestens 3 Millionen Euro investieren. Und wenn man jetzt im Laufe seiner Investitionszeit unter die 3 Millionen Euro kommt, dann funktioniert das Programm nicht. Dann hat man sozusagen die Eingangshürde nicht geschafft und dann muss man auch die Fördergelder zurückzahlen. Wenn man jetzt beispielsweise bei so einer Region aber 4 Millionen geplant hat und man macht am Ende des Tages nur 3,5 Millionen Euro, dann ist das wiederum kein Problem. Wenn man über den 3 Millionen Euro ist, dann bekommt man prozentual gesehen weniger Fördergelder, aber es funktioniert trotzdem. Also ich denke, die Kriterien muss man schon im Auge haben, man muss sie einhalten. Wenn das nicht funktioniert, muss man halt kommunizieren. Dankeschön. Also ich kann das nur bestätigen. Wir als Kammer haben auch solche Fälle gehabt, zum Beispiel während Covid, dass dort bestimmte Auflagen von Förderverträgen nicht eingehalten werden konnten, weil zum Beispiel eine Maschine nicht verfügbar war aufgrund der Lieferschwierigkeiten. Und da haben auch wir als Kammer dann mit den entsprechenden Ministerien gesprochen, die dann auch kooperativ waren und gesagt haben, das kann man als Vice Major anerkennen.
Und deshalb entfällt jetzt nicht die Förderfähigkeit dieses Projekts. Also wie du schon sagst, ich glaube, das ist immer wichtig, dann rechtzeitig zu kommunizieren und das zu erklären, weil letztendlich will ja der Staat, dass das Geld unter die Firmen kommt, um hier Positives zu bewirken. Also die Bereitschaft ist, glaube ich, da vom Staat und man muss kommunizieren, das ist auf jeden Fall richtig. Mhm. Ja, vielleicht aus dem Publikum, was haben Sie noch für Fragen? Ich sehe die erste Frage von Frau Kirsten-Gries. Ja, bitte Mikrofon einschalten und vielleicht auch die Kamera, dass wir Sie sehen. Ja, hallo. ja, Kirsten-Gries, mein Name. Ich bin hier in Ungarn von Germany Trade Invest für die Marktbeobachtung zuständig. Habe hier quasi meine Kollegen und tatsächlich hatte mich jetzt bei dem wirklich sehr interessanten Vortrag nochmal die Frage interessiert, ob es eigentlich Ausnahmen gibt von dieser Verpflichtung, dass man hier ansässig ist, dass man hier auch schon ein Jahr zum Beispiel ansässig ist, um in irgendeiner Möglichkeit von Fördermitteln zu profitieren. Ich meine, jetzt die Großinvestitionen, gerade aus dem Ausland, müssten da ja zumindest ausgenommen sein. Ja. Ja, es gibt Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel gerade bei diesem HIPAA-Programm, was die Großinvestitionen fördert, dort gibt es eine Ausnahme. Man kann als deutsches Unternehmen einen Antrag stellen. Ja, man wird dann halt bewertet als deutsches Unternehmen und nicht als ungarisches Unternehmen und muss dann aber in einer verhältnismäßig kurzen Zeit, von mehreren Monaten, hat man dann Zeit, um eine ungarische Tochterfirma zu gründen. Das ist bei diesen Großinvestitionen unter der HIPAA ist das möglich. Aber das ist eine, wie ich gesagt habe, schon eine individuelle Regierungsentscheidung. Dort sind die Regeln etwas anders als zum Beispiel bei den EU-Programmen. Bei den EU-Programmen ist es eigentlich so, dass man nur einen Antrag stellen kann, wenn man bereits ein ungarisches Unternehmen hat. Ja, wenn das schon existiert. Und dort haben wir verschiedene Arten von Programmen gesehen. Wir haben gesagt, okay, es reicht, dass du das Unternehmen gegründet hast, das existiert seit 3 Monaten, du kannst einen Antrag stellen. Aber bei manchen Programmen war es auch so, dass dort vorausgesetzt wurde, nämlich ein abgeschlossenes Geschäftsjahr und auch statistisch gesehen zum Beispiel mindestens ein Mitarbeiter. Ja, das war bei manchen Programmen so und das ist dann manchmal, erzeugt das Irritation, weil nicht jeder Mittelständler möchte gleich eine Großinvestition tätigen und 3 Millionen, 5 oder 10 Millionen Euro investieren, sondern mittelständische Unternehmen würden auch gerne vielleicht 500.000 Euro investieren und auch eine Neugründung machen. Aber sie kommen dann bei den EU-Programmen wegen dieser Klausel eigentlich in der Regel nicht zum Zuge. Bei der HIPAA, die ist durchaus flexibler, da ist das möglich. Okay, danke. Ja, von meiner Seite vielleicht noch eine Frage. Ich sehe hier, schau nochmal bei den Zuhörern. Vielleicht noch die Frage, also du hattest gesagt, dass so ein Punkt vom Antrag bis zum Abschluss kann das viele Jahre dauern und viele Programme sind ja jetzt an die Kategorie KMU zum Beispiel gebunden. Das heißt, Großunternehmen kommen nicht in Frage. Wenn ich jetzt in diesen 6, 7 Jahren wachse und dann über die 250 Mitarbeiter hinaus wachse, ist das auch bloß eine Frage der Kommunikation oder gibt es da Sanktionen? Da muss man 2 verschiedene Möglichkeiten betrachten. Die eine Möglichkeit ist, man investiert und man wächst. Ja, man in dem Fördermittelantrag sagt man, man möchte zum Beispiel 100 neue Mitarbeiter einstellen und man wird im Laufe dieser Investition ein Großunternehmen. Dann ist das in Ordnung. Aber wenn man zum Beispiel gekauft wird von einem, das haben wir häufiger auch, M&A, Merger, Acquisition, Unternehmen werden verkauft. Und wenn ein Unternehmen im Zuge eines Verkaufs auf einmal zu einem Großunternehmen wird, weil das auf einmal in einen Großunternehmensverband reinkommt, dann gilt das nicht mehr, dann muss man die Fördergelder zurückbezahlen. Ja, also selbst wachsen, entwickeln ist in Ordnung, aber wenn man verkauft wird und in eine andere Kategorie kommt, dann muss man die Fördergelder zurückbezahlen. Ja, vielen Dank. Ja, ich schaue nochmal hier, ob es noch Fragen gibt aus dem Publikum.
Die sehe ich im Augenblick nicht. Natürlich können Sie auch gerne nach unserem Seminar noch die Fragen direkt an den Nils Blunk stellen oder gegebenenfalls an uns und wir leiten das weiter an den Nils Blunk. Auch wenn Sie ganz spezielle Fragen haben, die Sie jetzt vielleicht hier in der größeren Runde nicht offenbaren möchten, da wäre dann auch der Nils sicherlich die richtige Ansprechperson, also bei Bluecon. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei den Teilnehmenden und hoffe, dass Sie auch für Ihr Projekt eventuell was mitnehmen konnten. Und ansonsten, wie gesagt, stehen der Nils oder auch wir als Kammer für andere Fragen im Zusammenhang mit solchen Projekten gern zur Verfügung. Also herzlichen Dank nochmal und dann vielleicht bis zum nächsten Webinar. Ja, und eine kurze Anmerkung noch kurz. Ja, wie gesagt, jederzeit, man kann sich jederzeit an uns wenden. Wer jetzt gleich sein Ungarisch testen möchte, der hat in einer Viertelstunde Zeit einen, nicht den gleichen, aber einen ähnlichen Vortrag mit etwas anderen Schwerpunkten nochmal zu erleben. Aber in ungarischer Sprache. Okay. Ja? Also ja. Ich danke auch ganz herzlich für die Teilnehmer und dass die Kammer mir die Gelegenheit gegeben hat, hier einen Vortrag zu halten. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön.